Vermutlich ein technischer Defekt sorgte am Montagabend dafür, dass ein Traktor auf einer Wiese zwischen den Wilnsdorfer Ortsteilen Flammersbach und Anshausen völlig ausbrannte. Der 33-jährige Fahrer der Zugmaschine war zuvor damit beschäftigt gewesen, mehrere Wiesen zu mähen. Als er Brandgeruch bemerkte, erkannte er den Ernst der Lage, stieg umgehend aus dem Traktor aus und ließ diesen stehen. Unterhalb der Fahrerkabine stand die Landmaschine bereits in hellen Flammen. Die von dem 33-Jährigen alarmierten Feuerwehrkräfte aus Flammersbach und Niederdilfen hatten den Brand schnell unter Kontrolle gebracht und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das 15.000 Euro teure Mähwerk verhindern. Dennoch konnte der Traktor nicht mehr vor der völligen Zerstörung bewahrt werden. Laut Polizeiangaben liegt der Gesamtsachschaden bei etwa 55.000 Euro. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.